Und wenn man das im Gesamten einmal sieht, fast, man könnte sagen, so etwas wie einen Touch für ein österreichisches Stonehenge geben würde, also in der Übersicht. Wenn wir jetzt die Steingänge hernehmen, die Steinschächte, dann noch dazu diese die Menhire, die Lochsteine, es sind hunderte solche Funde um uns herum für jedermann zugänglich zu sehen. Also man müsste das Ganze einmal wirklich bearbeiten und systematisch aufnehmen, um einen Überblick über das Ganze zu bekommen. Die sorgfältig behauenen Steine, die den Eingang zum sogenannten Wasserstollen auf dem Hochkogel bilden, erinnern sogar an prähistorische Bauten aus der Prä-Inka-Zeit in Mittelamerika. Andere wurden wahrscheinlich schon in geschichtlicher Zeit umfunktioniert. Diese in der keltisch-römischen Epoche wiederverwendete, aber durch die Ausgrabung neu rekonstruierte Grabkammer weist von der ursprünglichen Bauart eine klar prähistorische Konstruktionsweise auf. Tonnenschwere Deckenplatten und Kragsteingewölbe wie diese hier in Felsgängen sind typisch für die Megalithbauweise. Solche großen Steinkammern sind zwar an vielen Stellen Europas zu finden, hier in der Steiermark scheint aber ein Zentrum gewesen zu sein. Einzelne wurden von den Grundbesitzern auch Backofen genannt, weil sie manchmal runde Grundrissformen haben. Die römische Villa Rustica bei Löffelbach. Hier fand man bei den Ausgrabungsarbeiten in den Jahren 1961-62 zwei mit Decksteinen versehene Steingänge, die als Abwasserkanäle genutzt wurden. Jahre später brach ein Tourist im zentralen Bereich der Anlage im Boden ein und entdeckte so eine Fortsetzung eines Ganges. Heute sind diese Gänge zugeschüttet. Eine Besonderheit im Vorauer Raum sind die gemauerten unterirdischen Kreis- oder Rundgänge. Sie stammen allein durch ihre unverwechselbare Bauweise mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus dem megalithischen Zeitraum. Anders als die rätselhaften, ältesten Teile des unterirdischen Gangsystems wurden einige dieser Rundganganlagen nicht aus dem gewachsenen Fels geschnitten, sondern in einer ausgehobenen, tiefen Grube im Sediment oder Obock in Trockenmauerbauweise errichtet. Der Aushub wurde beim Baubeginn neben der Grube gelagert. Der gemauerte Kreisgang selbst hatte einen Außendurchmesser von über 8 Metern, die Grube über 10 Meter und war 3 Meter tief. Die Decke des Ganges besteht aus 56 großen Steinplatten. Der Rundgang besaß früher einen einzigen Zugang über einen Schacht, dessen Einstieg aber durch eine Steinplatte und den darüber befindlichen Erdhügel nicht geöffnet werden konnte. Die fertige Steinkonstruktion wurde bis auf den Gang selbst mit Quarzsand komplett aufgefüllt, der Aushub als Hügel wieder darüber geschichtet. Dieser kreisrunde Hügel über der Anlage maß, als er in den 70er Jahren abgetragen wurde, an seiner Basis 14 Meter und war über 4 Meter hoch. Leider konnte in der Anlage kein einziger archäologischer Fund gemacht werden, der eine zeitliche oder kulturelle Zuordnung ermöglicht hätte. Daher bleibt der Sinn und Zweck dieser aufwendig errichteten Anlagen vorerst unbekannt. Ein besonderes Zentrum dieser Megalithkultur ist der Masenberg mit seinen Ausläufern. Eine an der Westseite gelegene Erhebung fällt mit ihrer flachen, aber exakten Pyramidenform selbst Laien ins Auge. Tatsächlich findet man dort ungewöhnlich viele Überbleibsel aus der Steinzeit. Der Legende nach stand hier ein Heidentempel, an dessen Stelle heute die Kirche St. Anna steht. Ungewöhnlich zahlreiche und große Ansammlung an mächtigen Steinen, Steinplatten, Mauern, aber vor allem auch an sorgfältig geformten Steinen mit unübersehbaren Spuren menschlichen Zerstörungswillens finden sich an den Hängen des Masenbergs. Mit Sägen, Schlagwerkzeugen und Sprengbohrungen war man Menhiren und behauenen Steinblöcken zu Leibe gerückt. Wurden die heidnischen Giganten aus religiösen Gründen zerstört? Oder wollte man Baumaterial gewinnen?
Wir wissen es nicht. Angesichts dieser Häufung an riesigen, vor Jahrtausenden schön behauenen Steinen scheint jedoch sicher, dass hier im Neolithikum bzw. der Bronzezeit ein bedeutendes Zentrum gestanden sein muss, von dem wir heute nur noch die Trümmer sehen. Wahrscheinlich sind selbst das nur die übrig gebliebenen, die nicht vom Waldboden überwachsen sind oder die zu groß zum Abtransportieren waren. Die Karte macht es deutlich. Die Verteilung von neolithischen Steinsetzungen und unterirdischen Höhlengängen ist auf einen relativ kleinen Raum auffällig konzentriert. Die Lochsteine und Menhire, die überirdisch zu sehen sind, tragen ihren Namen als Torsteine anscheinend zurecht. Sind sie doch Landmarken, die in sehr auffälliger Weise in der Nähe zu Einstiegen in unterirdische Gänge platziert sind, zu den Toren in die Unterwelt. Speziell in unserem Gebiet haben wir etwas, was ziemlich einzigartig auch zum Teil im österreichischen Raum ist und vielleicht sogar im europäischen Raum. Wir haben aus Trockenmauern errichtete Gänge, die Felsgängen vorgelagert sind. Es ist hier sehr viel vernichtet worden. Und das, was aber noch sehr vielfältig vorhanden ist, sind die großen, zum Teil wirklich großen und alten Gewölbekeller. Das Gehöft Langhoppel in Stambach. Dem gemütlichen Bauernhaus ist gar nicht anzusehen, welch lange und aufregende Geschichte dieser Ort hat und welche merkwürdige Hinterlassenschaft in seinem Keller zu finden ist. Wir sind hier in einem Gewölbekeller eines alten Rittersitzes aus dem 12. Jahrhundert. Im Eck dieses Kellers befindet sich ein Zugang zu einem unterirdischen Gang. Das Gewölbe um die Öffnung ist neuzeitlich mit einem Gewölbebogen gemauert. Dahinter liegt ein Gangabschnitt. Der Zugang wurde erst kürzlich wieder erweitert. Ursprünglich führte dieser Gang im Boden weiter durch den Kellerraum und verschwand nach einer Biegung unter dem Fundament in den nächsten Raum. Im 12. Jahrhundert füllte man ihn mit den herausgenommenen Deckensteinen und Erde auf. Nur diese beiden Platten blieben übrig. Folglich stammt der ursprünglich geschlossene und heute im Kellerboden verlaufende Gang aus der Zeit vor dem 12. Jahrhundert. Die Fortsetzung dieses Steinganges, der aus Trockenmauern errichtet war, die Fortsetzung ist heute noch erhalten und das sehen wir uns jetzt an. Wieder sehen wir im Schein der Lampen nach den mittelalterlichen, mit Verputz und Bindemittel versehenden Mauern im Kellerraum, anschließend Trockenmauern mit typischen Kragsteingewölbe, Abdeckplatten und Tragsteine, wie sie für prähistorische Steinbauten typisch sind. An dieser Stelle befindet sich ein Tragstein. Tragstein deshalb, weil er die fast einen Tonnen schwere Deckplatte hält. Also die liegt hier auf punktgenau auf. Und es ist typisch für diese alten Tragsteine, dass sie zugespitzt sind, sodass die Last sich nur auf einen Punkt konzentriert.
Solche Tragsteine kennen wir aus vielen Grabanlagen und anderen megalithischen Baudenkmälern. Sie sind dem prähistorischen Zeitraum zuzuweisen, und zwar jenen Zeitraum des Megalithikums. Eines der berühmtesten Bauwerke dieser Art ist das Ganggrab Newgrange in Irland. Die Außenfassade des Hügels wurde in der Neuzeit restauriert. Aber das im Original vollständig erhaltene Innere ist ein Musterbeispiel für neolithische Steinkonstruktionen, wie wir sie im Gang unter dem Gehöft Langhoppel auch vorfinden. Wir haben über uns hier diese großen Abdeckplatten und genau hier an dieser Stelle gibt es ein Lüftungsloch. Da wurde das Mauerwerk wieder in einer krackgewölbeartigen Form errichtet. Also es verengt sich nach oben hin und ein Lüftungsschacht führte früher an die Oberfläche. Heute ist dieser Lüftungsschacht verbaut. Ein merkwürdig geformter Stein fällt ins Auge. Hat er einmal als Halterung für einen Holzpfahl, als Türangel für eine Absperrung des Ganges gedient? Oder wurde nur ein zufällig vorhandenes Steinbruchstück verwendet und einfach zur Stabilisierung hier eingefügt? Hier an dieser Stelle haben wir den Übergang zwischen einem Felsgang hier im Vordergrund und einem gemauerten Gang im Hintergrund. Diese Gänge, diese gemauerten Gänge wurden statt der wahrscheinlich damals schon kaputten Felsgänge errichtet, damit man das ganze Gangsystem wieder in Schuss bringt und das auch begehen kann. 5 Meter weiter führt wieder ein neuer Felsgang ins Dunkle. Man erweiterte ihn und schlug Nischen in die Wände hinein. Die Arbeitsspuren aus dem Mittelalter sind für den Fachmann deutlich an den Wänden erkennbar. Doch das Besondere dieser Stelle ist dieser Felsgang, denn er ist, obwohl er nachträglich erweitert wurde, der älteste Teil der Anlage, wahrscheinlich viele tausend Jahre alt. Es ist ein Gangfragment eines sehr alten Ganges, den man mit den aus Trockenmauern errichteten Gängen zu beiden Seiten des Felsganges wiederherzustellen versucht hat. Man hat in der Megalithzeit oft die alten, bereits eingefallenen Gänge im Fels oder Obock mit gemauerten Gangpassagen wieder begehbar gemacht. Nach 6 Metern Felsgang kommt eine Biegung und ein neuer Trockenmauergang beginnt. Der Gang führt unterirdisch weiter hügelabwärts ins Tal. Nach etwa 7 Metern ist allerdings kein Durchkommen mehr. Wettereinflüsse, Sand und Sedimente haben ihn zugeschwemmt. Direkt über dieser Stelle gibt es noch einen weiteren Lüftungsschacht. Wir haben eine archäologische Untersuchung hier durchgeführt in einem sogenannten Erdstall. Hier haben wir über 1000 also Keramikscherben bergen können. Die sind aus einem Zeitraum zwischen dem 12. Jahrhundert. Und wir haben aber auch gerade in diesem Erdstall ein Fragment einer Silexklinge gefunden, die in das Neolithikum zu datieren ist, also eindeutig. Und das ist natürlich schon etwas fragwürdig, aber diese Klinge kann natürlich auch sekundär hineingelangt sein, wie bei allen Funden. Die meisten archäologischen Funde in solchen Erdstellen sind ja keine primären Funde, also, sondern sind ja sekundär hineingelangt. Und das muss man auch also bei den Untersuchungen berücksichtigen. Mitten im Wald und nur für den Ortskundigen auffindbar, liegt eine Steinkammer versteckt. Sie ist eine von 4 ähnlichen in diesem Gebiet. Die Einheimischen kennen sie schon seit Generationen und nennen sie Franzosenhöhle. Diese Höhle ist also den Einheimischen oder der einheimischen Bevölkerung schon seit Jahrhunderten bekannt.
Also sie ist ein altbekanntes Loch im wahrsten Sinn des Wortes und zählt für uns also zu den einer der wichtigsten Höhlen, die wir kennen, weil es eine Steinkammer ist. Eine Steinkammer, die mit großer Wahrscheinlichkeit ein hohes Alter besitzt. Der Eingang zeigt die typischen neolithischen Trockenmauerkonstruktionen mit Deckplattensteinen. Der Gang lief ursprünglich von hier aus weiter hügelabwärts, wurde jedoch vollkommen zerstört. Der offene Gang wurde verfüllt. Die Steine und Trümmer davon liegen in der Umgebung verstreut. Die Wurzeln wachsen im Laufe der Zeit die Öffnung fast zu. Der Stein neben dem Eingang ist ganz offensichtlich von Menschenhand bearbeitet worden. Bis auf einige Frostabsprengungen hat er über Jahrtausende seine exakt behauenen Kanten behalten. So eine ebenmäßige, geometrische Form mit rechten Winkeln kommt von Natur aus nicht vor. Und er hat eine bewegte Geschichte. Dieser Stein wurde von unten heraufgeholt, rund 30 Meter weit und mit einer Niveaudifferenz von mehr als 10 Metern. Wir brauchten doch, also eine 6 Mann brauchten da eine sehr lange Zeit, bis der Stein herum war. Und vor allem, weil er ja über eine 2 Meter hohe Felsstufe hier hinaufgehievt werden musste. Da sieht man erst, also mit welchem Aufwand hier diese Steinkammer errichtet worden ist. Denn als Deckplatte haben wir eine tonnenschwere Platte darauf. Die Steinkammer ist ein Raum von 3,20 m x 2,20 m Größe und von ovalrunder Form. Sie weist alle Merkmale neolithischer Bauweise auf. Die sorgfältig aufgeschichteten Trockenmauerwände, die sich über dem Kopf in immer weiter vorspringenden Lagen zu einem falschen Gewölbe, einem klassisch steinzeitlichen Kraggewölbe formen, oben wieder von den üblichen Deckplatten verschlossen. Hier sehen wir auch die erwähnte tonnenschwere Abschlussdeckenplatte. Kaum vorstellbar, mit welchem Aufwand an Kraft und Zeit dieser Steinkoloss hierher transportiert und auf das Gewölbe gehievt wurde. In den Wänden sind Nischen in verschiedenen Höhen eingebaut worden. Vielleicht standen hier Lichtquellen oder Abbilder von Göttern. Oder es wurden Opfergaben hineingelegt. Ihr Sinn ist aber bis heute nicht geklärt. Die Herkunft des heutigen Namens Franzosenhöhle ist dagegen recht gut bekannt. Sowohl während der Franzosenkriege zwischen 1792 und 1815 als auch im Zweiten Weltkrieg flüchteten Menschen in die alte Steinkammer. Vor allem die Frauen versteckten sich hier in der verborgenen dunklen Höhle, um den üblichen Vergewaltigungen zu entgehen. Temperaturmessungen in der Höhle haben erstaunliche Phänomene ergeben. Bei einem Mal hatten wir bei einer Außentemperatur von mindestens minus 15 Grad, hat es hier in dieser Kammer eine Temperatur von plus 12,2 Grad gegeben. Das ist uns unerklärlich gewesen. Warum? Weil ja durch das Gefälle des Eingangs die kalte Luft hier einströmen müsste. Der Bauernhof Polzhofer in Prätis birgt ebenfalls unter seinen Grundmauern ein rätselhaftes Bauwerk. Wir steigen mit Heinrich und Ingrid Kusch in die Unterwelt hinab. Laut dem Großvater hatte dieser gemauerte Steingang ursprünglich seinen Zugang vom alten Gewölbekeller aus. Dieser wurde später aber zugemauert. Dieser Gang ist wieder mit Trockenmauern errichtet worden. Wir sehen hier also kleinere Überlagplatten.
Das sind keine großen, aber wir sehen auch wieder, dass hier also Krackgewölbe vorhanden sind. Dieser Bereich, dieser gemauerte Bereich, könnte aus der Megalithzeit stammen. In diesem Fall wäre also der Felsgang, der im Hintergrund anschließt, eher noch dann älter einzustufen. Wir folgen dem unterirdischen Tunnel, sehen links eine Abzweigung in einen blind endenden Gang, dessen Mauern und Deckensteine die Handschrift der Megalithzeit tragen. Der gemauerte Gang führt jetzt rechtwinklig um eine Ecke. Hier gelangen wir plötzlich in eine alte Gangpassage, die aus dem gewachsenen Fels gehauen wurde. Doch schon nach 1,80 Meter stehen wir vor Schutt, der den Gang verschließt. Er ist in der Neuzeit bei Straßenarbeiten eingestürzt und verfüllt worden. Vor noch gar nicht langer Zeit konnte man hier durch einen sehr engen Schlupf in einen größeren Gang mit Steinstufen gelangen, der in die Tiefe führte. Eine Episode über diese Anlage erzählt man sich auch heute noch am Hof. Einst soll sich eine vor dem Schlächter flüchtende Sau aus dem Stall in den unterirdischen Gang verirrt haben und kam, da der Gang so eng war, dass sie niemals wenden konnte, erst beim 2 Kilometer entfernten Nachbargehöft im Keller wieder zum Vorschein. Solche Engstellen, Schlupfe genannt, sind charakteristische Merkmale von Erdstellen und hier in der Steiermark findet man sie auch manchmal in sehr langen Felsgängen. Ein besonders schönes Beispiel für einen solchen Durchschlupf ist hier im Erdstall Fockenberg. Solche Schlupfe waren auch in einigen Fällen durch runde Steinplatten zu verschließen. Etwas ein Rätsel für uns sind diese Schlupfe. Es sind Engstellen, so wie hier, rund 1 Meter lang. Man muss sich durchquälen oder auch nicht, je nachdem, wie gelenkig man ist. Welche Funktion diese Schlupfe haben, ist eigentlich ungeklärt. Diese Engstellen, so berichten alte Überlieferungen, sollen die Menschen in den Gängen vor einem Riesengeschlecht, das einst auf der Erde gelebt haben soll, geschützt haben. Vielleicht hatten diese engen Einstiege in einigen Fällen aber tatsächlich einen Verteidigungsaspekt, worüber jedoch schriftliche Aufzeichnungen fehlen und nur Hypothesen im Umlauf sind. Schutzfunktionen erfüllten die unterirdischen Anlagen nur bedingt. Andere Sagen sprechen von einem zwergwüchsigen Volk, das sich in der Frühzeit der Menschheit unter die Erde zurückgezogen hat. In der Überlieferung der Bevölkerung wird von geheimnisvollen Wesen berichtet, die kleinwüchsig sind und in diesen unterirdischen Anlagen bis vor gar nicht langer Zeit gehaust haben sollen. Sie dienten den Bauern, wenn sie gut mit Essen verpflegt wurden, konnten aber auch überaus gehässig sein. Es gibt viele Bezeichnungen für diese Wesen. So werden sie Schratzel, Schratel oder auch Schrat genannt. Im Volksmund ist der Schrat ein toter Mensch bzw. eine arme Seele. Der Schratel hingegen soll als Poltergeist vielerorts sein Unwesen treiben. Aber es gibt auch viele andere Auslegungen für diese Geschöpfe. Ob kultische Aspekte für den Bau der engen Röhren mitverantwortlich waren, ist heute noch nicht belegbar. Wohl aber gibt es in vielen Ländern Europas heidnische Durchschlupfbräuche, die seit dem Mittelalter auch in den christlich-kirchlichen Bereich Eingang gefunden haben. Wie uns der ansässige Landwirt erzählte, haben sich hier in Kriegszeiten Frauen und Kinder vor den plündernden Soldaten versteckt. Sogar ein Kräuterweibel soll hier einige Zeit gehaust und ihre heilbringenden Tinkturen an die Bevölkerung verkauft haben. Wir steigen wieder ans Tageslicht. Oben im Sonnenschein erscheint uns die geheimnisvolle Welt unter den gemütlichen alten Höfen und vollkommen unwirklich.
diese gezeichnete Skizze, ein von einem noch älteren Dokument kopierter Plan, wurde zusammengerollt im Loch eines alten Hohlbodengeschosses einer Kanonenkugel aus der Neuzeit, versteckt gefunden. Nach einigem Nachforschen konnten Heinrich und Ingrid Kusch gemeinsam mit Freunden das oben auf dem Plan eingezeichnete Viereck mit dem L als den Ort der ehemaligen Leaburg, in der Mundart Leoburg genannt, identifizieren. Sehr wahrscheinlich stand hier nie eine mittelalterliche Ritterburg, wie der Volksmund erzählt, sondern ein sehr viel älterer Bau. Übrig geblieben davon ist ein mit hunderten Tonnen an Steinen übersäter Hügel. Jahrhundertelang haben Einheimische hier bearbeitete Steine entfernt und für den Eigenbedarf verwendet. Von hier aus führt nach dem Plan ein Gang zu zwei Gehöften in der Nähe. Tatsächlich finden sich bei den in Frage kommenden Höfen mehrere Einstiege in unterirdische Gänge. Bis vor gar nicht langer Zeit stand das alte Gehöft Lehenbauer auf einem ungeheuer alten Steinfundament, das die Form eines Pyramidenstumpfes aufwies. Nur durch einen Zufall entdeckte man, dass sich unter dem Hofgebäude eine unterirdische Welt von Felsgängen befand, von der der alte Plan noch wusste. Erstaunlich ist, dass in manchen Bereichen also eigenartige Hausfundamente hier vorhanden sind. Wir haben also viele Bauten hier aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert nachgewiesen, also schriftlich dokumentiert. Das heißt also, zu dieser Zeit waren aber viele dieser Gebäude bereits da. Denn wir haben ja auch eine schriftliche Aufzeichnung aus dem 8., 9. Jahrhundert, das ist ein Kaufvertrag, wo eben also zwischen dem Masenberg und dem Vitanisberg über 100 Huben registriert worden sind. Huben war damals ein Flächenmaß, das aber ein Gehöft integriert hat. Heute wird als Hube ein Gehöft bezeichnet. Die Schenkungsurkunde Ludwigs des Deutschen an den Erzbischof von Salzburg belegt die Existenz der Höfe. Es gibt sogar eine genaue Beschreibung des Gutes am Vitanisberg von 885. Hier werden diese 100 Huben genannt. Wir haben also hier Grundfesten, die unter Umständen alt sein könnten, denn manche dieser Grundfesten waren fast pyramidenartig ausgeformt. Und es gibt heute noch ein einziges in der näheren Umgebung hier. Ein anderes wurde 1970 mit dem Caterpillar also gleichgeschoben. Es ist sehr viel vernichtet worden, darum ist vieles nicht mehr da. Das eine Fundament befand sich hier unter dieser Wiese, auf der einst das alte hölzerne Gehöft einmal stand. Die Grundfeste in der Hanglage war ein recht großer Bau und vollständig mit Steinen aufgefüllt. Mit einer Gesamthöhe von bis zu 6 Metern, einer Länge von 20 Metern und einer Breite von 9 Metern brachte es die schiere Steinmasse auf ein Gewicht von über 2000 Tonnen. Die 3 Meter hohe und 2,5 Meter breite Tordurchfahrt wurde als Verkehrsweg bis in die Neuzeit genutzt. Pferdefuhrwerke fuhren ein und aus. Niemand machte sich Gedanken, wie alt dieser mächtige Steinbau sein könnte und was darunter verborgen lag. Doch eines Tages machte sich die Unterwelt unvermutet bemerkbar. ...1970 brach hier an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, ein Pferdefuhrwerk, als es durch diesen Durchfahrt durchgefahren ist, ein. Es hat sich eine Steinplatte, eine einmal ein Meter große Steinplatte gelockert und das rechte hintere Rad des Fuhrwerks brach in dieses Loch hinein. Man hob das ganze Fuhrwerk heraus und schaute dann hinunter und sah in einen über 3 Meter tiefen, mit Steinen ausgemauerten Schacht. Dieser Schacht führte also in zwei Gänge. Einer dieser Gänge führte hier diesen ganzen Hang hinunter, den relativ steilen Hang. Und der zweite Gang führte hier in den Berg so hinein, machte dann einen Knick und führte dann noch nach links weiter. Im oberen Bereich macht er dann noch einmal einen Knick und wir haben dann also eine Fortsetzung in den Berg. Die beiden Fortsetzungen sind heute verschwemmt.
Das ist dadurch entstanden, dass man dieses Hausfundament, nachdem das Haus 1971, das Bauernhaus, das Holzhaus, abgebrannt ist, hat man das ganze Fundament mit einem Caterpillar weggeschoben und dem Erdboden gleichgemacht. Dadurch wurde auch die unterirdische Anlage stark beschädigt. Wir konnten sie wiederherstellen und wir können uns auch heute anschauen. Gut, dann schauen wir mal rein. Ja. Hast du vor? Okay. Wir haben auch hier ein Krackgewölbe wieder. Links liegt es auf der Mauer auf, rechts haben wir ein vorspringendes Krackgewölbe, wo mächtige Decksteine aufliegen. Das ist noch im Original vorhanden. Und diese Abmauerung ist nur 1 Meter lang und führt danach in einen Felsgang. Wir werden das gleich anschauen. Im ersten Teil des Felsganges hier unten wurde die Decke irgendwann nachträglich spitz ausgemeißelt. Weiter hinten ist die ursprüngliche bogige Form erhalten geblieben. Alles hier ist in Schiefergestein geschnitten. Man sieht im Licht der Lampen, wie glatt die Felswände durch die Werkzeuge behauen sind und wie symmetrisch und perfekt die Bogenform ausgestaltet wurde. Dieses Gangstück ist aber nur ein Fragment des ursprünglichen Verbindungstunnels. Der Rest wurde beim Abriss des Fundamentes zerstört und ist verschüttet. Auch dieser Gang läuft wieder auf eines dieser rätselhaften, engen Schlupflöcher zu. Die Öffnung misst ungefähr 50 cm in der Breite und 40 cm in der Höhe. Diese schwarzen Spuren hier sind Rußspuren, die eigentlich noch vom Brand des Hauses stammen, wo die Sedimente hier eingelagert wurden und bedeuten, dass dieser Raum oder dieser Gang eigentlich frei war und sich hier dann angelegt hat. Davor sind 3 hohe Stufen aus dem Fels geschnitten. Solche Stufen wie hier sind eigentlich immer alte Stufen aus der Entstehungszeit der Gänge. Man sieht die Verwitterungsspuren am Gestein. Im Laufe der Zeit sind Teile weggebrochen. Am Rand der Stufen ist der Schieferstein teilweise noch gut erhalten. Man erkennt sogar noch die Arbeitsspuren aus der Vorzeit. Heinrich und Ingrid Kusch sind durch den Schlupf in den weiter hügelanführenden Gang gekrochen. Der zweite Ausstieg befindet sich weiter oben, unterhalb des ehemaligen Fundamentes. Dieses Teilstück hinter dem Durchschlupf ist nur an einer Seite mit Trockenmauer in Megalithbauweise gemauert und mit riesigen, über 600 Kilo schweren Steinplatten abgedeckt. Der Gang führt aufwärts zum zweiten Ausstiegsschacht. Der weitere Weg hügelan ist verschüttet worden, als das große Pyramidenfundament eingeebnet wurde. Wir verlassen wieder die Unterwelt. Wir sind auf dem Weg zu einem der beeindruckendsten unterirdischen Gänge unter der Steiermark. Touristen,
die hier täglich auf der Straße vorbeifahren, bewundern die schöne Landschaft. Ahnen dabei aber nicht, dass sich in dem kleinen, lauschigen Feldhain oben am Hügel der Zugang zu einer Unterwelt verbirgt, die möglicherweise vor vielen tausenden Jahren erschaffen worden ist. Niemand würde unter dieser einfachen Metallklappe ein Tor zur Unterwelt vermuten. Okay. Wieder gehen wir durch einen gemauerten Gang. Wieder sehen wir über uns die hunderte Kilogramm schweren großen Decksteinplatten aus prähistorischer Zeit. Nach 5 Metern sind wir im Felsgang. Diese vorgelagerten Trockenmauereingänge werden offenbar im Neolithikum oder der Bronzezeit gebaut, um die damals bereits verwitterten Eingänge des alten Gangsystems zu ersetzen und die Zugänge offen zu halten. Heinrich Kusch zeigt, wie bröselig und angegriffen die Felswand in der Nähe des Eingangs ist. Das Ganze also ist durch den Witterungseinfluss, der vom Steingang her hereinkommt, schon so abgewittert, dass alles herunterfällt. Das ist ein natürlicher Vorgang und hat hier zu einer Raumerweiterung geführt, wo die alten Teile bereits ziemlich komplett abgewittert sind. Das größte Rätsel des ungeheuren Gangsystems der Steiermark ist nicht nur das Warum. Vor allem das Alter der Gänge und die Technik, mit der die ältesten Teile tief in den Felsen geschlagen wurden, sind bis heute noch nicht eindeutig belegt, werden derzeit aber wissenschaftlich untersucht. Gerade Gestein wie Basalt, Granit oder Gneis ist mit Hammer und Meißel nur sehr, sehr mühsam beizukommen. Für nur einen Meter Gang müsste man etwa eine Woche oder länger hart arbeiten. Dazu kommt, dass ein Eisenmeißel bei sehr hartem Stein in nur wenigen Minuten stumpf wird und für weitere Arbeiten unbrauchbar ist. Allein für diesen Gang, der hier im stark quarzführenden Schiefergestein angelegt wurde, wäre eine Anzahl von über 50.000 gehärteten Eisenmeißeln notwendig gewesen. Wo waren die Schmiede und die eisenverarbeitenden Betriebe? Es gibt, mit Ausnahme einer einzigen Nennung eines Hufschmiedes aus dem Ort Vorau, weder aus dem Mittelalter noch aus der Neuzeit Aufzeichnungen über Schmiede, die normalerweise jahrzehntelang Bergbauprojekte betreuten. Die Wände sehen fast perfekt glatt behauen aus. Die absolut parallelen, senkrechten Rillen an den Wänden weisen keine Schlagmarken auf, wie sie entstehen, wenn der vorwärts getriebene Meißel nach jedem Schlag im Gestein stecken bleibt. Es müssten zigtausende solcher Schlagmarken sichtbar sein. So makellos sehen selbst mit modernen Maschinen gefräste Tunnelwände kaum aus. Offensichtlich brauchte man auch keine hölzernen Stützkonstruktionen, wie sie in der Neuzeit im Bergbau Verwendung fanden. Die wie in den Fels geschnittenen Gänge sind sehr verwittert, aber bis heute durch das perfekt gestaltete Gangprofil stabil geblieben. Die Arbeiten wurden in einem einzigen Arbeitsgang gefertigt. Nacharbeiten waren nicht nötig. Das Muster der Bearbeitungsrillen läuft beinahe ohne Unterbrechung oder Störung, Meter um Meter die Wände entlang. Welche Technik könnten die Hauer dieser Anlagen benutzt haben? Das Schöne an diesem Gang ist also die Form, die Profilform des Ganges. Der Gang ist also in Brusthöhe ungefähr 70 bis 80 cm breit. Er ist knapp, also 1,60 hoch, also ich selbst bin 1,70, kann mich nicht aufrichten, nicht nur wegen einem Helm, sondern weil ich immer oben anstoßen würde. Die Gänge wurden in einem Stück hier aus dem Fels geschnitten. Das heißt, man hat also den Vortrieb so vorgenommen, dass man im rechten Winkel zur Arbeits-
Kante gearbeitet hat. Wie das Ganze entstanden ist, ist natürlich sehr schwer, denn wir haben hier Arbeitsspuren, also die teilweise durchgehend bis 40 cm lang sind und bogenförmig. So, diese Spuren, also die man hier sieht, die sind rezent, neu. Da hat jemand mit dem Hammer versucht, also etwas hineinzukratzen und Spuren nachzuempfinden. Man sieht auch hier die Einschläge, wo er versucht hat, mit dem Meißel oder irgendetwas nachzuvollziehen. Warum, wissen wir nicht. Allerdings haben wir hier im Hintergrund teilweise alte Spuren. Und da sehen wir also sehr schön, dass die Arbeitsfläche im rechten Winkel zur Stirnkante des Ganges geht. Das ist natürlich sehr schwer zu bearbeiten, denn wenn ich jetzt an die Rundung allein hier denke, ich muss ja auch mit dem Hammer ausholen können. Und das funktioniert hier nicht. Das ist unmöglich, weil ich nicht mit dem Hammer rankomme, vor allem weil die Spuren, die Originalspuren, sind schräg verlaufend. Fachleute haben gesagt, also das wären Schremspuren. Das ist nicht meine Definition, sondern das ist von Bergbauleuten. Allerdings sind die Arbeitsspuren auch einigermaßen fremd, sagen wir so. Wenn wir im Vergleich jetzt also neuzeitliche und mittelalterliche Stollen heranziehen, so sind diese also ausgebrochen. Das heißt, da gibt es nicht so glatte Wände. So, hier an dieser Wand sehen wir auch sehr schön noch einmal diese Arbeitsspuren, wie wir sie überall hier im Gang finden. Die sind sehr präzise und dennoch nicht ausgebrochen. Es erweckt den Eindruck, also, als ob da mit einer Fräse, mit einer mechanischen Fräse gearbeitet wurde. Allerdings, wie gesagt, da kann man nichts Genaues darüber sagen. Nach der Verwitterungszone am Beginn des Stollens sieht man nämlich recht eindrücklich, wie es ausschaut, rückt man dem gewachsenen Fels mit üblichen Schlagwerkzeugen zu Leibe. An dieser Stelle sieht man sehr schön, dass also mit Meißel oder mit einem Spitzhammer die Gangwand herausgeschlagen wurde, dann bricht, also in dem Fall hier haben wir Schiefergestein, das Ganze entlang der Schichtflächen, wie wir sie hier und vor allem hier sehr schön erkennen können, auch hier oben, da bricht das Gestein sofort aus. Das Rätsel um die unglaublich hochtechnisierte Steinbearbeitung kann heute vielleicht noch nicht gelöst werden. Aber das ist nicht das einzige Rätsel hier unten. Mysteriös ist auch der Umstand, womit die Gänge damals beleuchtet wurden. Wie brachte man den Abraum hinaus und wo sind die hunderttausenden Tonnen Schutt geblieben? Wie gingen die Erbauer der Gänge mit den Unmengen an Gesteinsstaub um? Wie konnten sie dort weiterarbeiten und atmen? Wie lösten sie das Luftproblem? Es gibt in den langen Gängen keine Belüftungsschächte und dennoch ist die Luft weder stickig noch schlecht. Ganz im Gegenteil, sie ist sehr kühl und ohne Schadstoffe. Welche Werkzeuge wurden beim Bau dieses und der anderen bekannten Gänge verwendet? Wir sind jetzt ungefähr 70, 80 Meter weit im Berg. Es geht also noch knapp an die 100 Meter Grenze. Und dann ändert dieser Gang unvermutet. Also man hat bei der Arbeit von einem Moment auf den anderen aufgehört. Es ist wirklich nur mehr ein Rest, also ein Blindgang. Die Arbeiten an dem Stollen wurden spontan abgebrochen. Vermutlich sollte der Stollen mit bereits vorhandenen Teilen eines weiteren Gangsystems verbunden werden, denn einige Meter tiefer befindet sich möglicherweise eine unterirdische Steinkammer. Aber auch wenn das Ziel dieses Gangbaus der Durchstoß zur Steinkammer gewesen ist, der Sinn und Zweck dieser Anlage ist immer noch unklar. Es war weder ein Bergwerk, es war weder ein Depot,
noch ein Aufenthaltsort für den Menschen. Denn dazu ist der Gang zu eng, also man hat keine Kammern, es sind nur Gänge, die da verlaufen, und zwar in einem eigenartigen System unter der Erdoberfläche. Das müsste alles erst einmal geklärt werden und vor allem auch das Alter dieser Gänge, denn das ist ja überwiegend interessant. Die Verwitterung an den Gangwänden belegt, dass hier periodisch Luftströmungen und Feuchtigkeit am Felsmaterial über einen langen Zeitraum hinweg gearbeitet haben. Das ist im Bergbau ein bekanntes Phänomen und heißt Bewetterung. Darunter versteht man die Zusammensetzung, Veränderung und Bewegung der in unterirdischen Anlagen vorkommenden Luft, sonstigen Gase, Temperaturen und Feuchtigkeit. In fest verschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Pharaonengräbern, findet mangels Luftaustausch so gut wie kein Verfall statt. Im Gegensatz dazu sind die Stollen- und Gangsysteme hier in den Bergen durch Luftzufuhr, Gefälle, eindringende Wässer und Temperaturunterschiede einem ständigen Wandel durch chemische Reaktionen unterworfen. Das nennt man Korrosion. Den mechanischen Abrieb bezeichnet man als Erosion. Einige dieser Gänge dicht unter der Erde, die meist auch mehrere Öffnungen zur Oberfläche aufweisen, wurden offensichtlich auch zur Versorgung der tiefer gelegenen Stollen mit Frischluft gebaut. Der Luftzug aus den Höhlenöffnungen ist manchmal überraschend kräftig. Anscheinend funktioniert diese Bewetterung tiefliegender Hohlräume teilweise auch heute noch. Das ist besonders im Winter, aber auch im Sommer sehr gut zu sehen. Aus vielen Bergspalten und Eingängen in das möglicherweise vorhandene Tunnelsystem strömt die feuchtwarme Tiefenluft, je nach Jahreszeit im Sommer kalt oder im Winter warm dampfend aus der Unterwelt des Berges an die Oberfläche und schlägt sich in der kalten Außenluft als Eis oder Raureif um die Öffnungen nieder. So, wir sind hier an einer Stelle, die uns ein Jäger gezeigt hat. Da gibt es also eine Legende, eine alte Sage, dass vom Gipfel des Berges hinter uns, also oben, ein unterirdischer Gang bis ins Tal zum Ort führen soll. Und diese Stelle soll auf der Linie liegen, wo sich der Gang unter uns befinden soll. Wir wissen es nicht, weil wir ja nicht drin rein hinein können. Wie gesagt, es könnten Zugänge sein zu dem Felsgang, der da drunter verläuft, kann aber auch nur ein Tierbau sein, also der unter dem Waldboden sich befindet. Also wir haben hier nicht das Phänomen, dass bei einer Öffnung etwas hineinströmt und oben wieder heraus, also der berühmte Kamineffekt im Winter, sondern dass, wenn es bei allen Öffnungen gleichzeitig rauskommt, dann muss darunter oder sollte darunter etwas Größeres liegen, das auch tiefer ist, tiefer in der Erde oder im Fels. Wenn es sich um oberflächennahe Gänge handelt, dann kann das also in Tiefen zwischen 5 und 10 Meter sich befinden. Gut, also wir können heute sagen, dass die Dimension uns überrascht hat. Denn wir begannen ja, wie schon meine Frau erwähnt hat, mit 35 Objekten hier, die bekannt waren. Und das Ganze hat sich jetzt verzehnfacht. Die Geschichte bleibt nicht stehen. Das Leben geht weiter und überdeckt die Spuren der Vergangenheit. Wo in grauer Urzeit vielleicht steinzeitliche Tempel standen, feierliche Riten vollzogen wurden oder Schlachten ausgefochten, stehen heute urige Bauernhöfe, brummt das Leben. Aber auch das hier ist nur ein Wimpernschlag in der unendlichen Zeit. Thank you.
Manche heutigen Zeitgenossen belächeln die scheinbar primitiven Relikte des Neolithikums und halten sie für unbeholfene, ungeschlachte Versuche unwissender Wilder, etwas zu bauen. Aber sehen wir es einmal etwas anders. Was bliebe von unserer hochtechnologischen Kultur übrig, nach fast 7000 Jahren? Niemand könnte unsere Festplatten öffnen, unsere verrotteten Archive lesen. Von unseren Flugzeugen und Autos bliebe keine Spur. Selbst unsere Hochhäuser wären in den Jahrtausenden zu Krümeln zerfallen und unauffindbar. Vielleicht können wir aus den uralten Steinen eines Tages Informationen erhalten, Botschaften, die sie über Jahrtausende bewahrt haben.